Warum spielen diese Banden nachts immer so verrückt? Irgendjemand sollte etwas gegen sie unternehmen. Da hast du vollkommen recht. Moment, gab es hier irgendwo was? Rusk? Wir haben keinerlei Spuren von diesem Fainreal gefunden. Er muss entweder Dämonen oder Sklavenhändlern zum Opfer gefallen sein. Ich habe das hier gefunden. Es ist an euch adressiert. Anscheinend von eurer Tochter. Meiner Tochter. Dann wisst ihr, was sie ist. Wie sie starb. Als ich sie in dem Lagerhaus aufgespürt habe, hätte ich sie in den Zirkel zwingen müssen. Meine Schwäche angesichts ihres Flehens hat sie zerstört. Darum habe ich Ariane dazu gedrängt, Fenrils Wunsch, sich zu verstecken, nicht nachzugeben. Wäre ich doch nur für Olivia auch so stark gewesen. Ich bewahre euer Geheimnis. Ihr habt mein Mitgefühl. Keine Angst, die Templer werden nichts erfahren. Danke. Sie hat nun ihren Frieden. Ich will ihren Namen nicht im Dreck sehen, solange ihre Asche noch warm ist. Meryl, Freundschaft plus 10. Also bei der klappt das mega gut. Willkommen in Sols Geschäft, werter Freund. Mein Name ist Solivitus. Seht euch bitte ruhig um. Verzeiht bitte, dass unsere Regale derzeit ein wenig leer sind. Wenn ihr interessiert seid, könnte ich ein wenig Hilfe gebrauchen, um Abhilfe zu schaffen. Was benötigt ihr? Wie kann ich helfen? Es ist derzeit zu gefährlich, die Stadt zu verlassen. Und die Substanzen für meine Kreationen gibt es natürlich nur woanders. Vielleicht könntet ihr sie für mich finden. Und keine Angst, ich würde euch eure Zeit natürlich vergüten. Außerdem dürftet ihr euch eine meiner neuen Kreationen aussuchen. Ich mach's. Erstellt eine Liste mit dem, was ihr braucht. Und ich werde danach Ausschau halten. Wunderbar. Ihr erhaltet Nachlass auf alle Waren, Sarah. Danke, werter Freund. Bitte. Steht nur noch ein Posten. Wir haben nämlich schon alles. Oder auch noch nicht. Finde reine Eisenborke. Die Dädisch könnten wissen, wo. So, das machen wir noch und dann schauen wir mal. Mann, oh Mann, ey, das ist auch echt viel hin und her gelaufen mal wieder. So, wer kann mir denn hier helfen? Die Bognerkunst der Dänisch ist unvergleichbar, das versichere ich euch. Hatte ich hier nicht sogar irgendwo eine Borke? Leute. Altar. Seid vorsichtig, Shen. Ihr ahnt nicht, wie viele dänische Pfeile in diesem... Oh, sind das Waldlilien? Ich liebe Waldlilien.
Sie sind so wunderschöne Pflanzen, auch wenn sie ein wenig nach Abfall riechen. Das ist so schade. Wo bin ich denn jetzt überhaupt im richtigen Gebiet? Vielleicht muss ich da ja lang, wo das Gebiet verlassen ist. Das ist natürlich jetzt auch wieder übelst schwierig. Ich guck mal. Aufgaben des Kräuterkundigen. Es soll hier sein. Es soll irgendwo hier sein. Müssen wir scheinbar hier mal eben die ganze Gegend ablaufen. Weil uns hier auch... Oder? Ah, da, Moment. Oh, Meryl. Ihr seid also zurück. Wie war eure Zeit unter den Shemlen? Sie war zur Gänze erfüllt von Rosenblättern und Regenbögen, Meister Elan. Das Gesindeviertel ist im Frühling ein Traum. Die wackeligen Hütten und betrunkenen Grobiane harmonieren wunderbar mit dem knietiefen Schlamm. Ihr habt diesen Pfad selbst erwählt, Meryl. Ein Pfad, der den Clan sehr traurig gestimmt hat. Hätte der Clan den Traditionen offener gegenübergestanden und weniger Furcht vor... Genug. Wir zanken vor Fremden nicht wie Kinder. Das Ganze lässt sich nicht ungeschehen machen. Verzeiht bitte diesen Ausbruch. Können wir noch einmal von vorn beginnen? Ich bin Meister Elan, der Borgner dieses Clans. Dazu gezwungen, so nahe bei dieser Shemlen-Stadt zu bleiben, habe ich schon zahlreiche Außenstehende in unserem Lager gesehen. Braucht ihr irgendetwas? Ich suche Eisenborke. Habt ihr reine Eisenborke auf Lager? Welche Verwendung hättet ihr für Eisenborke? Ich kenne keinen Schem, der sie nach seinen Vorstellungen formen könnte. Wie auch immer, ich habe keine mehr. Ich weiß zwar, wo sie zu finden ist, aber ihre Beschaffung ist unmöglich. Wir dürfen das fragliche Gebiet nicht mehr betreten, seit wir dort zwei unserer besten Jäger verloren haben. Kann ich helfen? Wo liegt das Problem? Vielleicht kann ich euch dabei etwas zur Hand gehen. Ich empfinde es als beleidigend, dass ihr davon ausgeht, Erfolg zu haben, wo er uns versagt geblieben ist. Dort befindet sich dunkle Brut in enormer Zahl. Würden wir versuchen, sie auszumerzen, würden wir damit das Leben unserer wenigen verbliebenen wertvollen Jäger aufs Spiel setzen. Ich zeige euch, wo das Gebiet liegt. Was ihr mit dieser Information anfangt, bleibt euch überlassen. Okay. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ist das denn jetzt hier? Wieso kann man denn die Karte nicht verschieben? Wenn man nicht erkennt, was es ist. Keine Ahnung, ich verstehe das nicht. Zwischendurch konnte ich immer ganz kurz die Karte schieben, aber... Naja, ich sehe jetzt ja gleich, ob das hier in diesem Gebiet ist oder ob das in einem anderen Gebiet ist. Ach da, Eisenborgenlichtung. Nichts. Hier denke ich auch nicht. Nein. Gut macht ihr das. Ah!
Oh. Wow, 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 wow. Ja, ich sehe schon, da geht's weiter. Okay. Eine Eisenbrocke. Gut, dann können wir ja wieder verschwinden. Was hat er denn? Elfenwurzeltrank. Welchen haben wir? 60%. 80. Ja, bisher brauchen wir ja noch nichts anderes. Oh, Moment. Ja. Und hier ist natürlich die zugesagte. Hat da wieder jemand Mist eingefüllt? Für wahre Magier. Ich sehe schon. Ein Streich eines Schülers. So. Das wollen wir jetzt noch zu Ende bringen. In der Dunkelstadt. Seht mal her, Jungs. Freiwillige. Schlagt sie in Eisen, bin gespannt, was Herr Winter dafür bezahlt. Ich möchte nur reden. Beantwortet meine Fragen, dann gibt es auch keinen Ärger wegen eures kleinen Unternehmens hier. Ihr sterbt jetzt, also gibt es sowieso keinen Ärger. Stopft dem Hund das Maul. Zu den Waffen! Das wollte ich schon mal Alter, dass sich da mal einen anvisiert hat in diesem ganzen Durcheinander, ey. Hab ich jetzt gerade richtig gelesen, dass wir wieder zur Küste. Ein Glück kam noch ein Sklavenhändler. Ich wollte schon sagen, ey. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Warum nicht? Ja, wir müssen wieder zurück zur verwundeten Küste.
Gut, Leute, das Gebiet mache ich auf jeden Fall noch durch. So, jetzt haben wir hier auch nichts mehr. Wieder da unten. Ich möchte trotzdem mal eben hier oben ein bisschen was schauen. Guck mal, hier haben wir wieder Spindelkraut. Geht es allen gut? Das war. Tour. Hier hat auf jeden Fall auch mal jemand ein Lager gehabt. Meuchelmord. Während schwache Feinde durch Meuchelmord umgehend erledigt werden, müssen Überlebende einen gewaltigen kritischen Treffer entnehmen. Das hört sich doch gut an. Ah, ich da sehe ich schon wieder eine Quest. Elfenwurzel. Die Hüterin hat mich gewarnt, dass es solche Tage geben würde. Was? Alter, Leute, was sollte das denn? Okay, da habe ich nicht mit gerechnet. Na, super. Zum Glück hatte ich hier gerade gespeichert und diesmal kommt der Hund gleich raus. Hatten wir das denn jetzt da unten schon gesammelt? Ja, Spinnen lagen hier schon. Die Elfenwurzel. Das hier ist nämlich auch voll ausgebildet. Spinn dazu, ne? Als würde das noch nicht reichen, ey. Krass. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Nachrichten an die Wächter. Sie würden es sich bestimmt etwas kosten lassen, sie zurückzuerhalten. Kommen die denn einfach mal alle wieder her? Thank you.
So, da hinten standen schon wieder welche. Zu den Waffen! Wir haben gesehen! Ah, passt doch. Runenstab. Da kann man ja mal eben doch mal schauen. Achso, da. Der geht eigentlich. Oh ja. Uns erwartet ein Kampf. Macht euch bereit. Ja! Leichnam. Da liegt auch noch jemand. Ein bisschen versteckt hier. So. Na, ich denke mal, dann haben wir auf dieser Seite schon mal alles gefunden. Da nochmal eine Riesenspinne zum Plündern. Gut. So, hier waren wir schon mal. Muss mal eben schauen, hatten wir hier noch irgendetwas nicht eingesammelt oder sowas, weil wir dann ja davon abgehalten wurden. Zum Beispiel die ganzen Söldnerleichen. Das war's. Das hatten wir. Kraut. Weg ist versperrt. Na. Seid vorsichtig! Ja, daraus wird halt nichts. Ich
Na, Killer. Tiefenbild. Geil. Wie das? Kann man hier nicht wieder runter? Was ist denn hier passiert, Leute? Speichert. Einen Schritt weiter und der Junge stirbt. Wir finden eine Lösung. Legt das Schwert weg. Ich will nur reden. Wenn ihr den Jungen wollt, bietet mir genauso viel wie Tevinter. Unbeschädigtes Magierfleisch zum vollen Marktpreis. Ihr solltet mich bezahlen. Gebt mir den Jungen und euer gesamtes Gold. Dann lasse ich euch leben. Ihr geht zu weit, Südländer. Tritt zurück, Junge, und werde Zeuge des Schicksals deines Helden. Zu den Waffen! Die kann ich doch Alter, wir haben so viel jetzt. Jetzt ein Angriff. 18 Angriff. So, die Rüstung ist besser. Da gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass die auch ein bisschen besser ist, obwohl da ein Wert fehlt. Ja, die hat eigentlich schon ein echt gutes Amulett. Ja, das passt. Das passt erstmal. Zugelassen, dass er mich tötet? Er hatte ein Schwert an meiner Kehle und ihr... Also danke, aber was, wenn ihr euch geirrt hättet? Er hätte es nicht getan. Ihr wart zu wertvoll, als dass er euch getötet hätte. Ist das meine Wahl? Gefangener oder Sklave? Wer seid ihr? Arbeitet ihr für die Templer? Eure Mutter schickt mich. Kein großer Unterschied. Ich fasse es nicht. Immer hieß es, ich liebe dich und werde dich beschützen. Dann ein paar böse Träume und plötzlich wird daraus ab zu den Templern. Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg. Ich bin hier, um euch zu helfen, Fainreal. Weshalb? Ihr kennt mich nicht mal. Meine Schwester ist eine Magierin. Ich habe mein ganzes Leben lang meine Schwester vor dem beschützt, was ihr so fürchtet. Könntet ihr mir wohl helfen, zu den Dalish zu gelangen? Dort wollte ich nämlich hin. Vielleicht nehmen sie mich ja auf. Ich bin ebenso viel Dalish wie Mensch.
Es wäre ein schweres Leben. Ihr wärt allein unter den Dalish. Mehr noch, als ein Dalish es hier wäre. Wenn Gefangenschaft oder Besänftigung die Alternativen sind, bin ich lieber allein. Ich weiß, dass es in anderen Königreichen nicht so ist, aber hier hilft niemand Zirkelmagiern. Für alles, was den Templern nicht passt, wird man gebrandmarkt. Die Dalish haben die Magie schon ewig. Sie könnten mich ausbilden. Ich wäre keine Gefahr, das schwöre ich. Euer Menschsein würde euch im Volke zeichnen, nicht eure Magie. Aber ich denke, sie würden euch aufnehmen. Denkt ihr, sie würden mich aufnehmen? Was ist mit euren Albträumen? Hatte eure Mutter recht? Werdet ihr bereits von Dämonen geplagt? Ich bin nicht sicher. Ich habe Träume. In den Träumen höre ich Stimmen. Sie fordern mich auf, zu kommen, der Leere um sie herum Form zu verleihen. Aber die Hüterin der Dalish ist weise. Wenn mir jemand helfen kann, dann sie. Tut, was ihr fürs Beste haltet. Ich habe Freunde bei den Dalish. Ich kenne die Hüterin. Ich sorge dafür, dass sie euch aufnimmt. Dann hasst sie die Menschen nicht? Oh, ich bin ja so erleichtert. Ich wusste, dass sie mir helfen kann. Den Schöpfern sei Dank, dass meine Mutter euch auf die Suche nach mir geschickt hat. Ich stehe auf ewig in eurer Schuld, werter Freund. Wir sollten es seiner Mutter sagen. Sie wird wissen wollen, dass er lebt. Ja. Merylf. Freundschaft plus 10. Hier gibt es nichts als kalten, harten Stein. Ich wünschte wirklich, ich hätte Schuhe mit Sohlen angezogen. Na, passt schon. Was gibt's hier denn noch so? Außer diesem Knochenberg. Okay. Ja, wo wir schon hier sind, dann kann man auch den Rest eben noch machen, ne? Bevor wir jetzt hier noch wieder hin müssen. Elfenwurzel, die nehmen wir natürlich gerne mit. Außerdem bringen die richtig gute Erfahrung, ey. Gut, weiter geht's. Noch ein Berg. Ein Leichnam. Da könnten wir das Gebiet wieder verlassen. Nicht weiter, Mensch! Dieses Gebiet wird von den Telvershoth kontrolliert. Ich bin durchaus in der Lage, mich jeder möglichen Gefahr zu stellen. Das sehe ich. Ich hatte erwartet, eine Karawane zu warnen, keinen gut ausgerüsteten Jäger. Der Weg vor euch ist voll von meinesgleichen. Wenn ihr so fähig seid, wie ihr ausseht, wäre es mir eine Freude, wenn ihr sie töten würdet. Seid ihr ein Verräter? Ihr habt euch von eurem Volk abgewandt? Ja, zum zweiten Mal. Ich mochte meine Rolle nicht, also habe ich das Kuhn verlassen. Und ich möchte kein mordender Dieb sein, also habe ich diese Talverschoff verlassen, um ihre Opfer zu warnen. Da ihr jedoch kein Opfer seid, werde ich euch nun verlassen. Okay, ich möchte einen friedlichen Weg. Ich wünsche mir eine friedliche Möglichkeit, das zu bekommen, was ich brauche. Ihr werdet enttäuscht sein. Sie schwelgen im Chaos. Es ist eine erbärmliche Freiheit. Ich brauche noch immer Ordnung, selbst wenn ich das Herz des Kuhn beleidige, indem ich meine Ehre als Söldner verkaufe.
Ihr helft uns also nicht? Muss ich euch wirklich davon überzeugen, das Richtige zu tun? Ich habe bereits mehr getan, als verlangt war. Das war meine Entscheidung. Ihr habt meine Warnung gehört, Mensch. Beherzigt sie oder lasst es. Manchmal glaube ich, ihre Gehirne haben sich irgendwie in diesen Hörnern verschlungen. Denk mal, wir haben jetzt gerade die Chance vertan, den für uns zu gewinnen, oder? Wenn ich den jetzt bezahlt hätte, wäre der jetzt bestimmt bei mir geblieben. Naja, oder? Uns erwartet ein Kampf! Macht euch bereit! Über das Reich von Orlais in Val Royeo. Ne, wie spricht man das richtig aus? Keine Ahnung. Gibt es viele Lords und Ladies. Und das meine ich wörtlich. Früher war das System der Adelstitel in Orlais das reinste Labyrinth. Es gab Barone, Baroness, Baronets, Unterbarone und viele andere. Alle mit eigener Herkunft und genau festgelegten Unterschieden. Die Orlaisianische Aristokratie ist sehr alt und gründet auf dem Gedanken des Wettstreits. Der gesamte Adel nimmt an diesem großen Spiel, wie es genannt wird, teil, ob nun freiwillig oder nicht. Es geht darum um Ruf und Patronat. Züge werden durch Gerüchte gemacht und die Hauptwaffe ist der Skandal. Es ist ein vornehmes Spiel. Das große Spiel hat schon mehr Blut gefordert als jeder Krieg, den Orlais geführt hat. Zumindest versichert das hier jedermann von Ehre. Was die Titel angeht, so ändert sich alles mit Kaiser Drakon, der das Orlaisianische Reich, wie wir es heute kennen, und auch die Kirche begründet hat. Niemand wird in Orlais mehr verehrt. In Val Royeo steht eine Statue von Drakon, die ebenso groß ist wie die von Andraste. Drakon war der Ansicht, dass das große Spiel Orlais den Untergang bescheren würde. Darum schaffte er sämtliche Titel ab, mit Ausnahme seines eigenen sowie Lord und Lady. Amüsiert wurde mir erzählt, dass dadurch jedoch keineswegs das große Spiel beendet wurde, wie Drakon vorgehabt hatte. Seither sammeln die Lords und Ladies stattdessen inoffizielle Titel wie Erhabener Gönner von Tassus Clay oder Onkel des Champions von Tramis, die Titel alle zu merken, verursacht Kopfschmerzen und die armen Verkünder bei Bellen, die sie bei jedem Gast herunterrattern müssen, der den Saal betritt, sind zu bemitleiden. Die Aristokratie unterscheidet sich auch in anderen Aspekten von der Ferelden. Der Herrschaftsanspruch leitet sich in Orlais direkt vom Erbauer her. Verdienste spielen keine Rolle und so etwas wie Rebellion ist ebenfalls gänzlich unbekannt. Wer nicht von Adel ist, arbeitet darauf hin. Oder zumindest darauf, einen Adeligen als Gönner zu haben. Es geht darum, die Gunst von jenen zu erwerben, die im großen Spiel eine höhere Position einnehmen. Und dann gibt es noch die Masken. Und die Schminke. So viel Farbe sah ich bislang nur in den Hundezwinger von High Ever. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist auch mehr von denen! Nicht so klasse. Hier ist ein wenig Schwindelig.
hat wehgetan. Oh ja. Ich wünschte, das wäre möglich. Das hat sogar sehr weh getan, ey. Der Teil war sort. Ja. Muss echt sagen, die Höhlen, die ähneln sich dann ja doch schon immer sehr häufig. Was ist das? Denkt man ab und zu schon, hä, war ich hier nicht schon? Es geht los! So, Moment. Hier könnte noch was sein. Öffnen. War ganz ausgezeichnet. Na, euer Resistenz alleine als Gürtel, der bringt mir jetzt nicht wirklich was. So, was gibt es hier? Ja, das ist komplett die gleiche Maske für ihn. Aber das war eines Lyrium. Das war aber bei Mass Effect ja auch häufig so. So. Die schon wieder verletzt? Ist die eben schon wieder umgeklappt oder was? Und davon, wenn die sich nicht mit mir anbangeln will. Na? Eine Truhe. Warte, ich darf da nicht durch. Manchmal. Tja.
Okay, Leute.